Hi, mein Name ist Markus und ich heiße euch willkommen zu Tech News 20 2020. In der heutigen Tech News befassen wir uns vor allem mit LG OLED-TVs, dann einem neuen Ryzen-Prozessor, auslaufenden Intel-Prozessoren und einer Klage gegenüber Western Digital. In diesem Sinne würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege sofort los. Mit der CX-Reihe der OLED-TVs bedient LG seit Mai 2020 den Oberklassemarkt der OLED-TV-Sparte. Mit Features wie einem 4K 120Hz-Panel und G-Sync möchte LG auch dieses Jahr wieder Gamer zu den OLED-TVs locken. In diesem Jahr veröffentlicht LG erstmalig ein 48 Zoll Modell der beliebten C-Serie. Die anderen Modelle bis 77 Zoll sind bereits seit einigen Wochen zu haben, nun ist auch das 48 Zoll Modell verfügbar und soll dabei sich gezielt an Gamer richten, die einen großen Monitor mit maximaler Qualität suchen. Mit einem Einstiegspreis von gut 1600 Euro wirkt die TV nicht gerade als Schnäppchen, man sollte aber nicht vergessen, dass hier 120 Hertz in 4K und G-Sync geboten werden. Vorausgesetzt, der TV wird mit einem HDMI 2.1 Signal gefüttert. Apropos LG CX OLED TV, im Laufe der nächsten Wochen erscheinen einige Videos zur 65 Zoll Variante dieses Fernsehers hier auf meinem Kanal. Wer gedacht hat, dass AMD mit den Ryzen CPUs nur den PC-Markt beliefern möchte, lag da wohl sehr falsch. Es sind erste Informationen zum AMD Ryzen C7 Prozessor aufgetaucht. Bei jenem Prozessor handelt es sich um ein SoC für Smartphones. Ja, ihr habt richtig gehört, Smartphones. Das C7 SoC basiert dabei auf einem ARM Cortex und bietet folgende Eckdaten. Das SoC soll 8 Kerne in einer 64-Bit-Architektur mit bis zu 3 GHz bieten. Darüber hinaus ist der Chip in 5 Nanometer gefertigt und bietet eine Radeon RDNA 2 Mobile-Grafik, welche hardwarebeschleunigtes Raytracing mitbringen soll. Die ersten Smartphones mit dem neuen AMD Ryzen C7 sollen schon 2021 erscheinen. Erst vor kurzem ruderte AMD zurück und gab doch bekannt, dass die neuen Ryzen 4000 CPUs auch auf B450 und X470 Mainboards laufen sollen, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Nun hat MSI AMDs Vorhaben bekräftigt und bestätigte, dass Ryzen 4000 auch auf den Nicht-Max-Versionen der jeweiligen Mainboards laufen wird. Die Max-Versionen stellen sowieso kein Problem dar, da diese bereits einen 32 MB statt einem 16 MB BIOS-ROM besitzen. Mit der Unterstützung für die 16 MB ROMs stellt sich MSI vor einige Probleme, wie sie nun verkündeten. Das Entfernen von älteren CPUs und das Abspecken der UEFI-Grafikoberfläche seien dabei unausweichlich, so MSI. Intel gab bekannt, dass sie die ersten Coffee Lake CPUs, sprich die 8. Generation der Core i-Prozessoren, einstellen werden. Ganze 20 CPUs müssen das Zeitliche segnen, darunter der beliebte Core i7 8700K oder 8600K. Aber auch die Pentium und Celeron Modelle müssen daran glauben. Die CPUs werden noch bis zum 18. Dezember 2020 verfügbar sein. Es musste so kommen. Nachdem im April 2020 bekannt wurde, dass Western Digital seine NAS-Festplatten ohne Kennzeichnung mit der dafür ungeeigneten SMR-Technik verkaufe, ist es nun zu einer Klage gegenüber des Festplattenherstellers gekommen. Western Digital wird in der Klage vorgeworfen, den Kunden vorsätzlich getäuscht zu haben. Der Hersteller hatte vor kurzem bereits zurückgerudert und die Festplatten kenntlich gemacht. Dies hat wohl die gerechtfertigte Klage nicht abgewunden. Richtig so. Vor dem Verwaltungsgericht im italienischen Latium musste sich Apple der Anklage stellen, eine Leistungsdrosselung in iOS 10.2.1 implementiert zu haben. Jene Drosselung sollte die Akkulaufzeit bei jenen iPhones verlängern, welche bereits unter einem schwächelnden Akku litten. Apple verlor den Prozess vor Gericht und muss nun 10 Millionen Euro Strafe zahlen. Und damit geht die dieswöchige Tech News zu Ende. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen. Falls ja, so gebt diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr von meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!